Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fight. So, zuallererst möchte ich mal ganz kurz hier etwas machen, nämlich einen Helden auf 2 Sterne bringen. Ich werde euch zeigen, wer das ist. Und zwar ist das ein Held, den ich in sehr naher Zukunft auch... Huch, nein, den meine ich noch gar nicht. Mensch, ein Held, den ich in sehr naher Zukunft auch zeigen werde. Und zwar ihn hier, den guten Miles Morales, Spider-Man. So, Rang verbessern auf Ebene 2. Auch den werden wir noch zu sehen bekommen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. So, ich bereite alles schon mal so ein kleines bisschen im Hintergrund vor, ne, wisst ihr? Also, wir machen jetzt wieder Story-Missionen. Und zwar die nächste Mission hier gegen Kingpin. Wieder einmal. Wir nehmen dafür unser Story-Missions-Team. Und als Verstärkung nehmen wir mit Glissa. So, los geht's. Letzte Episode haben wir ja ganz viel Loki-Action gesehen, im Allianzkampf und auch in der Story-Mission. Und dieses Mal werden wir wieder ein kleines bisschen mehr Thor-Action sehen. Ja, da bleibt Thor doch tatsächlich an so einem kleinen Pfosten hängen oder ist da an der Absperrung. Hey, Thor, du bist voll hängen geblieben. Ja, ich weiß, eine Absperrung. So, Sith kommt zu Hilfe, schießt einen Kreuzschuss. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und hier haben wir Kingpin in Kombination mit Loki. Aber der gute Glissa hilft uns dabei, Zeit zu schinden, damit wir Kingpin platt machen können. Grandios! Sehr schön. Okay, wir kriegen 5000 Gold. Das hält sich in Grenzen. Ja, da kann man sich jetzt so in Anführungszeichen drüber freuen. Uff. ISO schmuggeln. Damit wirst du nicht so leicht durchkommen, Kingpin. Keine Ahnung. Bist du dir da so sicher? Mit der Hilfe meiner Kunden. Kunden? Ja, das Zeug ist auf der ganzen Welt heiß begehrt. Meinst du nicht, dass es zu riskant ist, Geschäfte mit Terroristen zu machen? Terroristen? Wer sagt das denn? Bei mir melden sich doch nur Agenten der verschiedenen Geheimdienste. Einen Krieg würde ich mir durchaus wünschen, aber egal. Ich habe bereits genug verkauft. Agenten der verschiedenen Geheimdienste? Ja, offiziell können die alle keine Wässerchen trüben, wetzen aber hinter den Rücken fleißig die Messer. Ihr behandelt mich als Schurken. Aber wer ist denn hier der wahre Böse? Deine Rechtfertigung kannst du dir sparen, Kingpin. Auch wenn es noch andere Verbrecher gibt, wird das, was du tust, dadurch nicht besser. Die Schiedsagenten dürften schon bald hier sein. Bringen wir das hier zu Ende. Verstanden. So, okay, ja, wieder 1A Storywriting hier. Wir gehen nochmal Spezialmissionen machen. Und zwar machen wir dieses Mal Heist in Alaska. Einfach aus Spaß, um nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ihr wisst ja Bescheid. So, und ich würde mal sagen, wir haben, glaube ich, letztes Mal Petsu mitgenommen, aber nicht eingesetzt. Deswegen nehmen wir jetzt mal Petsu mit. So, los geht's. Also, dieses Mal lassen wir Daredevil hier durchfegen. Oder Mr. Wasch, Mr. Wasch, ich wollte Vision sagen. Mr. Wasch, wir lassen Vision da durchfliegen. Ich glaube, dass Vision wirklich viel Potenzial hat. Aber so richtig riskieren möchte ich dann doch nicht. Das ist der Punkt. Übrigens bei diesen Weltenendbossen oder wisst ihr, wo man hochskaliert wird, wenn man gegen die kämpft, bei diesem aktuellen Event,
also zu Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuellen Events, da ist das so, da hat mir der gute Ruffy Monkey reingeschrieben, es könnte daran liegen, dass die Charaktere so schwach sind, weil die zwar hochskaliert werden, also sie werden auf Ebene 2 und Level 60 hochskaliert, aber die haben, oh Mist, das ist ja jetzt richtig, richtig übel. Ich wechsle mal Daredevil ein. Die werden zu hoch skaliert auf Ebene 2, haben aber nicht das ISO-Set, die ISO-Sets. Und das kann gut sein. ISO-Sets machen verdammt viel aus. Die holen ja prozentual verdammt viel Schaden raus. Und plus den Set-Bonus und so weiter. Das ist extrem viel. Und ISOs haben die natürlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob Ausrüstung hochskaliert wird. Es kann sein, dass Ausrüstung auch hochskaliert wird. Aber die ISOs eben nicht. Und das ist wirklich ein großer Faktor. Das muss man echt sagen. So, Petzo, hilf uns mal! Echt cool, die Iron Man Camp. Schade. Ich finde 10 Sekunden ist ein bisschen kurz. Ich meine, klar, das wäre wahrscheinlich ein bisschen overpowered, wenn länger als 10 Sekunden da wären. Aber ich würde mir gerne, so. Zum Beispiel bei Avengers Alliance war das ja so, wenn man da einen Verbündeten mitgenommen hat, war die ganze Zeit, den ganzen Kampf wieder mit dabei. Und bei Brave Exvius, Final Fantasy Brave Exvius ist ja genauso, ne? Wenn man da einen Kumpel mitnimmt, einen Verbündeten mitnimmt, einen Begleiter, wie auch immer, dann ist der den ganzen Kampf wieder mit dabei. Das sind rundenbasierte Kämpfe. Und hier könnte man das ja auch so machen, dass dann dieser Verbündete praktisch den ganzen Kampf hier mit dabei ist, wenn man ihn ruft und nicht nur 10 Sekunden. Das wäre irgendwie cool. Naja gut, geben wir hier Vision nochmal eine Chance und nehmen mit Zelda Legend. Los geht's! So, Daredevil ist zwar als erstes drin, aber wir setzen mal Vision ein. Mit den Gegnern hier sollte er es aufnehmen können. Auch wenn er eben noch nicht 60 ist. Das darf man eben nicht vergessen, ne? Wenn man Vision gegen Level 60 Charaktere einsetzt. Er ist eben erst 56 und 60er Charaktere oder 60er Gegner sind eben stark, ja? Die sind wirklich stark. Vision trifft nicht so gut, die treffen besser. Oder die treffen immer und so weiter, ne? Mit Ausweichen und so weiter. Dazu kommt, dass die Ausrüstung von Vision nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Die könnte mit Level 60 schon auf 20 sein. Und jetzt ist sie bloß auf 16 oder 17 oder sowas, glaube ich. Oder 15 nur. Und ihr wisst ja, was es ausmacht. Die letzten zwei Level zum Beispiel von der Ausrüstung. So, ich wechsle nochmal die Level ein. Oh, der ist ja schon. MODOK! So, hier. Komm mit Hilfe, Zelda Legends. Moonlight und Daredevil im Team. So lobe ich mir das. Da dreht er durch. Das sah aus wie ein bisschen wie Billard spielen. Daredevil stößt ihn an mit seinem Kö. Und MODOK dreht durch. Rollt ein bisschen weg, ne? So, viel Zeug haben wir bekommen und wir haben sogar 6 von 6. Das müsste doch mal einen Bonus geben dann. Ja, hier ist der Bonus. Sehr schön. Okay. Was haben wir noch zu machen? Schurkenbelagerung. Hier gehen wir rein. Und wir lassen sie kämpfen, weil Sith bis jetzt zu wenig Action hatte. Und naja, wir könnten auch Elektra ein bisschen fighten lassen. Wisst ihr was? Wir lassen mal ein bisschen Elektra fighten. Die ist ja sogar effektiv. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, hat sogar 4 Sterne. Ja, komm, wir lassen einfach mal Elektra fighten. Sif werden wir doch oft genug sehen in der Storyline und Elektra kam schon lange nicht mehr zum Einsatz, aber wir haben ja mal einen 4-Sterne-Charakter. Ich habe noch nie einen 4-Sterne-Charakter gezogen. Ich habe immer nur, da wo steht 1 bis 3, habe ich immer nur einen 3-Sterne-Charakter gezogen und da wo steht 3 bis 6, habe ich immer nur einen 3-Sterne-Charakter gezogen. Aber hatten wir einmal einen 4-Sterne-Charakter bekommen. So, ich wechsle jetzt mal Sif ein. Zack, zack, zack. Ich bin schon gespannt, wann sie mal ihre zwei Sterne bekommt. Ihre 6 Sterne, meine ich. So, wir müssen diesen Tornados ausweichen, da müssen wir aufpassen. Das Gute an ihr ist, dass sie Gegner bluten lässt. Okay, gut, ganz so einfach ist es doch noch nicht für sie.
Naja, Sif regelt das schon. Ja, diese Tornados sind wirklich tückisch, da muss man echt aufpassen. Die machen verdammt großen Schaden und wenn man mal irgendwie gestunt wird oder gelähmt wird oder festgehalten wird oder sowas in der Richtung und dann kommt so ein oder zwei Tornados, dann ist man ganz schnell platt. Das ist ähnlich wie mit Dr. Octopus, mit diesen Laserstrahlen. Wenn man da mal zum falschen Zeitpunkt eine falsche Attacke macht und kann sich nicht bewegen und wird dann festgehalten, das ist schon ziemlich doof. Wir gehen in die Arena. Und letzte Episode habe ich ja gefragt, aber da scheint momentan niemand online zu sein. Deswegen mache ich doch mal hier so ein Teamspiel. Oder wisst ihr was? Mal schauen. Allianzkampf, Zeitstrahlkampf haben wir alle schon gemacht. Nein, hier, Dimensionsspalten wollte ich ja machen. So, Yondu öffnen wir gleich mal. Eintritt machen wir hier weiter. Und da können wir auch gleich wieder unser Story-Team benutzen, denn der ist Stufe 30, das schaffen wir locker. Und wir nehmen mit hier an der Stelle Ruffy Mo. Los geht's! So, dieses Mal lassen wir Sif hier durchfliegen. Sie ist die Anführerin und kann es hier auch gerne bleiben gerade. Ja, also ich denke, der eigentliche Anführer in diesem Team hier wäre Thor. Aber, Sif ist eben diejenige, die den besten Anführerbonus gibt. Den besten Leaderbonus. Das ist eben so. Das ist 5% ne, pro Level, also 30% dann auf Level 6 oder auf 6 Sterne. Das ist schon enorm. Richtig enorm. 30% mehr Lebenspunkte ist wirklich enorm. Wenn man das noch kombiniert mit Isos, die abhängig von den Lebenspunkten Boni geben, wie zum Beispiel abhängig von den prozentualen Lebenspunkten heilen oder ein Schild geben, abhängig von den prozentual abhängig von den Lebenspunkten und so Kram, ist das wirklich richtig mächtig. Also sie haben dann sehr viele Lebenspunkte. So, Yondu ist hier und wir müssen aber nicht alleine kämpfen. Sehr schön, das war's schon. Ja, Sif macht ihren R-Kombo. So, grandios, ganz viel Yondu und einmal so ein zusätzliches Ding. Ich werde noch mal ein bisschen offscreen hier das Zeug da farmen. Wir könnten ja mal... Nee, komm, wir machen noch mal ein paar Teamspiele hier. Oder hat da jemand vielleicht irgendwie... Ah, Ahoy, Harbor ist mit dabei. Sehr gut. Ahoy. Ich lade mal zum Teamspiel ein. Hoffentlich hat er noch ein paar Helden, die er einsetzen kann. Wir fangen mal... Jawohl, er hat welche. Grandios. Ich mache ein privates Spiel. Und dann schauen wir doch einfach mal, welche Helden wir benutzen können. Ich glaube, Harbor hat schon ein paar richtig, richtig gute Helden. Ein paar richtig High-Class-Helden. Also High-Level, Maximum-Level-Helden. Ebene 2 Helden, ihr wisst schon, wovon ich spreche. Also eine richtig, richtig harten Shit. Ach, das freut mich. Da ist doch tatsächlich jemand da, mit dem wir mal ganz schnell noch ein paar Online-Spiele machen können. Super klasse. Ich habe schon schlechtes Wissen und ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir jetzt keine gemeinsamen Teamspiele mehr machen. So, jawohl. Wir haben eine Sif. Ich mache das Ganze mal der Öffentlichkeit zugänglich. 5 Sterne. Super klasse. Und ein Yellow Jacket, der uns hypercarryen wird. Grandios! Ja, Yellow Jacket ist auch verdammt gut. Also, das wäre so ein Anwärter, der zum Beispiel so jemand wie, wie heißt er nochmal schnell hier, Dr. Octopus wegprügelt. Okay, wir fangen gleich an mit unserem Level 6 Skill und behalten dabei so ein bisschen Harbor im Blick. Harbor scheint auch ein Fan von den von Asgardianern zu sein. Hat zumindest viele von denen gelevelt. Ich habe mir das mal angeschaut, die Helden von ihm. Und hat natürlich auch Thor ganz oben mit dabei.
Guck mal, der große Schaden hier, der kommt von Yellow Jacket. Und Ziff kriegt nicht genug. Klasse. So, ja, der große Schaden kam von Yellow Jacket, Ebene 2. Grandios. Ich mach mal erneut spielen. Gut, Harbora macht auch mit. Sehr schön. Okay, ich möchte mal ihn einwechseln. Oh, wir haben Ebene 2 Vision. Jawohl, dann sehen wir mal, was der so leistet. Also er wird super viel leisten, denke ich mal. Schade, also es ist, wenn man jetzt einfach mal sehen könnte, wie er alleine kämpft, ja. Wenn wir einfach mal nur stehen bleiben würden und uns nicht bewegen würden, lasst einfach mal Vision ganz alleine gegen den Hulk kämpfen hier. Dann könnten wir mal sehen, was er so richtig drauf hat. Aber ich glaube, wir brauchen nichts zu beweisen. Allein schon die Lebenspunkte sagen alles. Irgendwie verschwindet der halt die ganze Zeit. Also Iron Fist hat hier echt Probleme. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe den Gegner, wird irgendwie weggeschoben und konnte ihn gar nicht treffen. Ja, großartiger Schaden. Also der carried uns wirklich durch hier. Ich mache das Ganze noch einmal. So, dieses Mal nehmen wir mit... Nicht Daredevil, den haben wir noch zu bieten. Ich würde mal sagen Hawkeye, Entschuldigung. Ja, komm hier, dreifach grün. Dreifach grün ist auch in Ordnung. Und jetzt sehen wir mal Silk in Action. Das ist ja auch ziemlich cool. Und das Tolle ist, dass Hawkeye hinten steht. Ich gehe mal in Automodus gerade. Guck dir jetzt mal an, was Silk hier macht. Der Gegner wird sein Leben lang nicht mehr glücklich. Der wird die ganze Zeit rumgeschleudert. Rumgeschleudert, festgenagelt, gestunt und eingenetzt. Wenn er auch noch den Skin hätte für Silk. Dann wäre es sogar richtig brutal. Ja, das war echt klasse. So, Silk hat wieder ordentlich aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebene 2 Charaktere dieser Spieler hat. Jena 1978. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich finde toll, dass wir gerade so ein Team gefunden haben, bei dem wir das hier durchziehen können. Ist ja eigentlich noch jemand dabei, der irgendwie... nope, ist nicht. So, ich nehme mal hier Sharon Rogers mit. Steve Rogers und Sharon Rogers. Ich glaube, ich sollte auch langsam mein Tor einsetzen, damit der gute Harborer später sein Tor einsetzen kann. Dumm wäre, wenn wir beide nur noch Tor übrig haben. Denn man kann ja einen Charakter nicht zweimal mitnehmen. So, dann wollen wir mal. Ich lasse das Ganze noch auf Autoplay. Nee, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Sharon Rogers schiebt halt die ganze Zeit rum und die anderen Spieler kommen gar nicht dazu, ihn irgendwie zu treffen. Oder hier, ne? Wenn der Gegner in der Ecke ist, dann steht man sich schon mal im Weg irgendwie. Übrigens, dieser Skin von Captain America ist ziemlich cool. Der ruft nämlich Bucky zu Hilfe. Ein verdammt guter Skin. Und der ist auch noch eingeeist. Oh, hier, Sharon schiebt ihn wieder weg. Kann dieser Cap einen noch eineisen? Das weiß ich gar nicht so genau. Kann der einen eineisen oder ist das ein Isu-Set? Ich glaube, der kann eineisen. Naja, wir haben uns immerhin schon mal ein bisschen besser geschlagen. Ein bisschen besser gehalten gegen den. Gut, Harbor hatte 4 Sterne. Der kann natürlich nichts machen. Ich mache nochmal normal, nochmal hier, so. So, ich möchte jetzt gerne mal Thor einsetzen. War Machine, 6 Sterne, Level 60, wird das schon reißen, auch wenn wir gerade mal Stufe 40 sind hier. Wir haben dann noch Loki zu bieten, mit 6 Sternen, auch Stufe 40 und dann natürlich noch unsere Geheimwaffe, Daredevil.
Das sieht aus, als würde ihm die Axt in den Rücken hauen. So, ich sollte hier nicht unbedingt im Automodus bleiben. Einfach damit ich hier besser agieren kann, wenn irgendein Laserstrahl kommt oder so. Hier, Gegner hat es angeboten, die Attacke zu benutzen, um zum Gegner hinzukommen. Attacken, die erneut funktionieren, sind in der Regel ziemlich gut. Ja, und auch War Machine ist der Hammer. Wir haben es alle überlebt. Grandios. Ja, War Machine ist wirklich richtig, richtig gut. Der positioniert sich auch ständig wieder neu. Stunt den Gegner und macht großen Schaden dabei. So, zweimal kann ich noch und dann muss ich auf den Tagesreset warten. Ich glaube, die anderen beiden machen das auch problemlos noch. So, wir nehmen Loki mit. Hellstorm. Ach nein, Hela, jawoll. Dann sehen wir endlich mal eine Hela in Action. Jetzt machen wir nicht so ein Hehl draus. Achte darauf, dass dein Held Anführer ist, um die Anführerfähigkeit voll auszunutzen. Ja, machen wir immer. Sofern wir Anführerfähigkeiten für unsere Anführer haben. Komm hier, zweimal grün. Grün ist irgendwie immer so schlecht in Marvel. Spidey geht in Nahkampf. Und der Rest steht hinten. Ich heb mir mal mein Schild auf für schlechte Zeiten. Okay, es ist wirklich schon sehr, sehr ruckelig gerade. Hier zum Beispiel. Wenn der Gegner einem zu nahe kommt, aktiviert man sein Schild und dasht dabei weg. Was anderes macht es ja eh nicht, außer Schild und wegdashen. Mit Skin könnten wir die Gegner sogar noch einfrieren. Ja, okay, war noch recht nah hier, wir beide. Und natürlich Owen Spidey wieder. So, ich habe doch geklickt. Okay, aus irgendeinem Grund konnte ich nicht auf nochmal klicken. Ich weiß nicht, wieso. Wir setzen gerade nochmal Daredevil ein. So. Da machen wir noch ein privates Spiel. Das hat gerade nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, das passiert manchmal. Ist natürlich doof, wenn das passiert. Ich wüsste nicht, dass es eine Grenze gibt. 3, 4. Ach, es lädt gerade. So, Allianz, nochmal einladen. Ich bin eben rausgeflogen. So, okay. Vielleicht hat Harbor noch einen Charakter, den er nehmen kann. Das wäre ziemlich cool. Ich lade doch mal ein. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann kann er gerne noch mitmachen. Ansonsten bedanke ich mich gleich fürs Mitmachen und werde dann hier die Episode beenden. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus. So. Und dann werde ich wahrscheinlich hier die Episode beenden. Ich mache nochmal ganz kurz hier so eine Gedächtnismission. Zack, hier, das da. Ah ja, okay, gut. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Harborer. Hat echt Spaß gemacht, super klasse. Und jetzt nehmen wir hier nochmal guten Ali-Sith mit und dann prügeln wir uns mal hier durch.
das ist eben das Tolle an solchen Smartphones, ne? Wenn man da mal in der Pause ist oder so, dann kann man mal zwischendurch noch schnell ein Teamspiel machen. Echt klasse. Gut. Also dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit bei der Arbeit, bei der Schule, bei der Uni, ich weiß nicht, was auch immer du gerade machst, wo du gerade Pause hattest. Und ja, wir machen weiter. Ich habe ja auch noch einiges zu tun hier. Vision wechseln, der mittlerweile Level 57 ist. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Ich habe gerade hingeschaut, was heißt 57? Wann ist der denn Level 57 geworden? Okay, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn ich es schaffe, nachmittags aufzunehmen oder überhaupt Future Fight zu spielen, vielleicht schaffe ich es ja zu spielen. Wenigstens, wenn ich schon nicht aufnehmen kann, mal so kurz. Sie ruft alles nicht zu Hilfe. Und dann hoffen wir mal, dass das Team hier ausreicht. Gegen Mordo. Ich meine, so ein Venom auf Stufe 60 darf man nicht unterschätzen, der ist richtig mächtig. Aber auch er hier ist mächtig. Deswegen wechseln wir jetzt mal auf Daredevil. So. Und der macht dann den Rest. Ruh dich aus, Vision. Du hast ordentlich Arbeit geleistet. Kommt sogar noch mal zum Helfen rein. Grandios. Ja, das ist der Grund, warum man Helden, die fast tot sind, noch nicht gleich sterben lassen sollte, sondern rechtzeitig auswechseln sollte. Zum einen können die noch mal als Tank dienen. Ach ja, der ist dann mit Level 57 geworden. Zum einen können die als Tank dienen und zum anderen können die, auch wenn sie low sind, trotzdem als Striker noch mit reinkommen, um zu helfen. Und ich glaube, wenn sie tot sind, können sie das nicht. Wir machen mal eine Gratisziehung, die ist gerade verfügbar geworden. So, für unsere Truhe. Auch nochmal als kleinen Bonus mit hinten dran. Ist doch super klasse. Geht doch richtig ab hier. Und wir haben wieder einmal Misty Knight. So, jetzt bin ich mal. Jetzt überlege ich mir mal in der Zwischenzeit, wem ich diese grünen Biometriken gebe. Ich könnte ja vielleicht. Ich hätte gerne ein paar rote für Sif. Wem könnte ich denn noch grüne geben? Ich könnte die Miles Morales geben vielleicht. Das wäre auch eine coole Idee. Na gut, mir fällt schon noch was ein. Lasst mir jedenfalls einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich zukünftig alles besser. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Dann haben wir auch wieder die Möglichkeit auf neue Teamspiele. Und natürlich geht es weiter in der Storyline. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.